Amando Torres, das Spinnennetz des Universums. Das Spinnennetz des Universums. Bei einer Gelegenheit sagte Don Melchior, es ist die Arbeit der Seher, die Emanationen zu erforschen und zu klassifizieren, die von der kosmischen Spinne kommen. Das war das erste Mal, dass ich ihn diesen Begriff verwenden hörte. Ich sah ihn für eine ganze Weile an und suchte nach einer geeigneten Frage. Er schien meinen Verstand zu lesen, denn kurz darauf sagte er, die Emanationen des Universums können auf viele Arten beschrieben werden. Es gibt Traditionen, die sie als Adler sehen, andere, die sie als Drachen beschreiben und wieder andere bezeichnen das Unfassbare als die kosmische Schnecke. So hat jede Kultur ihre eigenen Beschreibungen erstellt. Wir nennen sie das Spinnennetz des Universums. Unsere Vorfahren nannten diese nicht verständliche Kraft die Spinne, die das Schicksal aller Wesen verwoben hat, weil sie in ihren Visionen ein Konglomerat von Energiefasern sahen, das einem riesigen Spinnennetz mit seinen verflochtenen Fäden glich. Die Seher unserer Tradition beschreiben diese große Verschränkung von Energielinien metaphorisch als das Netz der leuchtenden Fasern einer Spinne von unendlicher Dimension, das absolut alles enthält, was bekannt ist, was unbekannt ist und sogar das Unerkennbare. Als Menschen hängt unsere Wahrnehmungsfähigkeit von den Emanationen ab, die uns ausmachen, aber das Universum ist viel mehr als das. Wir selbst sind Teil dieses rätselhaften Gewirrs von Fasern aus Licht. Wenn man sie sieht, nimmt man nur ein Universum von Energielinien wahr, die nicht parallel sind. Man interpretiert es dann als etwas, das uns bekannt ist, in diesem Fall ein leuchtendes Spinnennetz, das alles Existierende ausfüllt. Der Grund für die Existenz des Universums ist, sich seiner selbst bewusst zu sein, durch jedes Auge, jede Wahrnehmung. Man kann sagen, dass der Krieger, wenn er darum kämpft, bewusst zu sein, einfach das letztendliche Ziel des Universums erfüllt. Da durch diese leuchtenden Fasern absolut alles Existierende verbunden ist, ist einer alles und alles ist eins. Das Universum ist ein riesiges, bewusstes Wesen voll von endlosen Emanationen. Wir selbst sind ein Bündel jener Fasern vibrierender Energie, eingekapselt in winzige und flüchtige Hüllen, die die Seher als leuchtendes Ei oder eine Kugel strahlender Energie beschreiben. Was verhindert, dass das Innere und das Äußere durcheinander geraten ist? Die Lebenskraft, die als Energiefeld wirkt, das uns vom Rest isoliert, was übrigens das Gefühl von Individualität erzeugt. Je mehr Ego, desto weiter ist man vom Geist entfernt. Wenn die Lebenskraft nachlässt, bricht die Energieblase zusammen, es kommt zum Tod und die gesamte enthaltene Energie in der Blase entweicht und verbindet sich wieder mit dem Schwarm, aus dem sie ursprünglich stammt. Bei genauerer Betrachtung ist zu erkennen, dass der Inhalt dieser Energiehüllen die gleichen leuchtenden Fasern sind, aus denen sich das Universum zusammensetzt, und doch sind sie, selbst wenn sie vom Rest isoliert sind, durch diese Energietentakeln mit allem anderen verbunden. Die Zauberer haben entdeckt, dass dieselben Tentakeln es uns ermöglichen, eine direkte und persönliche Verbindung mit der Absicht zu haben. Aber leider verwirrt die Dominanz des Egos die Wahrnehmung so sehr, dass sie dafür unbrauchbar werden.